hier im Trainingslager gibt es zum Teil auch mehr zu tun, weil das ganze Equipment mit vor Ort gebracht werden muss. In Stuttgart ist alles stationär, mit IP-Kameras sind unsere Plätze ausgestattet und natürlich auch Besprechungsräume und so weiter. Und das müssen wir hier natürlich alles zur Verfügung stellen, dass der gleiche hochwertige Ablauf gewährleistet sein kann. Egal, ob es hier auch eine Gegnervorbereitung ist für die Testspiele, eine Spielnachbereitung oder auch individuelle Gespräche mit den Spielern. Und das muss natürlich alles hier vor Ort auch geschehen können. Die Stativen mit Anker und Sensoren drauf, die ermöglichen es uns, um die Spieler genauso zu verfolgen und die Leistung genauso einzuschätzen und die Daten zusammen, so wie wir das in Stuttgart auch können. Und das dauert eine Weile, um das richtig einzurichten, damit die Daten so genau wie möglich sind. Deswegen immer eine Stunde mindestens, bevor die Spieler da sind, sind wir vor Ort, um das alles einzurichten. Und dann können wir genau das liefern, so wie wir das normalerweise in unserer Woche auch am Spieler und Trainer bringen und präsentieren können. Alle Einheiten werden aufgenommen, von Anfang bis Ende, egal ob es Erwärmung ist oder Mobi, Stabi und dann auch natürlich die Spielform mit einer Kamera, ganz normal, oft auch von einem HiPod, das ist ein sehr, sehr hohes Stativ, das wir ausfahren können auf über 10 Meter. Und das Bild geht direkt in den Laptop zur Live-Abnahme, sodass wir eigentlich auch direkt Feedback geben können, wenn es in Spielform geht. Gerade auch im taktischen Bereich oder im individuellen Bereich wird das Ganze direkt getaggt, sodass wir sofort Feedback geben können. Genau, der Trainer sagt, die und die Szene möchte ich der Mannschaft nochmal zeigen. Deswegen haben wir auch einen großen mobilen Fernseher vor Ort. Direkt am Platz kann die Analyse eigentlich auch stattfinden, sodass für die Spieler die Erfahrung eigentlich auch noch direkt frisch ist der jeweiligen Situation. Dementsprechend ist es die qualitative Ausrichtung der Analyse und beim Emil quantitativ mit Kinexon. Das ist live auf dem Tablet, habe ich das. Sekunde später ist es da drauf, was die Spieler gemacht haben und wird auch öfters auf dem Platz laufen, um das mit dem Athletiktrainer oder Chef oder Co-Trainer zu besprechen, wie da die Lage ist, ob wir da noch was mehr machen können oder was weniger. Das ist ein Zusammenspiel von qualitativ und quantitativ. Deswegen sind wir auch zu dritt, um das alles möglich zu machen. Ich glaube, wir sind ein gutes Team, wir sind ein homogenes Team und wir wachsen hier auch zusammen, das ist ganz klar. Man lernt sich kennen, man spielt sich ein, wer macht was, wann und wie und mit wem. Und die Zeit nutzen wir natürlich auch, um uns kennenzulernen, klar. Ja, dann wächst man auch zusammen und kommt man näher aneinander und bildet von da aus auch eine bessere Mannschaft hinter der Mannschaft, auf jeden Fall.